Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Und zwar gibt es heute ein Tauschpaket-Video und zwar mit Eske vom Kanal Eske Luise habe ich ein Tauschpaket organisiert. Wir haben uns auf der Hund und Pferd in Dortmund kennengelernt und haben uns überlegt, wir machen ein Halloween-Tauschpaket und hier sitze ich jetzt an Halloween mit meinem Tauschpaket. Es ist riesig und ich bin schon übelst gespannt, was drin ist. Hier, es ist so ein Riesenpaket, dass ich euch das hier nicht mal zeigen kann. Und ich liebe sowas. Ja, es ist ein bisschen wie Weihnachten. Und jetzt packen wir mal die Sachen aus. Und ich bin ganz aufgeregt. Und ich hoffe, ihr habt Spaß an diesem Video. Zuallererst ist hier erstmal ein Brief drin. Und den mache ich jetzt natürlich erstmal auf. Oh, guck, was da drin steht. Oha, in dem Brief sind auf jeden Fall in dem Umschlag. Oho, hier sieht es jetzt auf jeden Fall schon gut aus. Meine Katze wird sich freuen. Weil hier ist so ganz viel so Konfetti in Kürbis, Fledermaus und Geisterform. Ich zeige euch das nochmal. Wie gesagt, meine Katze wird sich freuen. Hat sie richtig was zu spielen. Und Socke frisst jetzt auch gerade schon was davon. Und sie hat geschrieben. Hallo liebe Sarah, ich finde es ganz toll, dass wir uns in Dortmund auf der Messe kennengelernt haben und nun ein Tauschpaket machen. Ich hoffe, dass dir die Sachen, die ich ausgesucht habe, gefallen und dass du sie gut verwenden kannst. Erstens. Jetzt muss ich aber mal gucken, ob da Nummern drauf sind. Ja, es sind Nummern drauf. Okay, also. Erstens ist dieses hier Süßes oder Saures. Ich hoffe, es verdirbt dir nicht den Appetit. Voll süß. Guck mal, da ist sogar so eine Spinne drauf. Hier. Die lege ich auch schon mal hier zur Seite. Oh, da packe ich das mal aus. Oha. Und zwar sind es Gummy Body Parts. So Dinger. Wie geil. Das sind auf jeden Fall so Art Haribo-Dinger in Fußform. Und so Ekelform, so Augen und so. Ich zeige es euch mal hier. So richtig ekelhaft. Ich bin mal gespannt. Zombie-Snack steht auch noch drauf. Also ich gucke ja übelst gern The Walking Dead, deswegen passt sich das eigentlich voll gut. Und ich werde die auf jeden Fall probieren. Ich mag sowas auf jeden Fall. Nummer 2 ist für die hungrige Disney. Ja, Nummer 2 ist für die hungrige Disney. Jetzt muss ich mal gucken. Nummer 2. Hier ist die Nummer 2. Auch mit einer Spinne obendrauf. Wie süß. Eine Fit-Hub-Leckerli-Backmischung für Hunde. Wie niedlich ist das denn? Ich wusste nicht mal, dass es eine Backmischung für Hunde gibt. Und da kann man auf jeden Fall Hundeleckerlis wohl draus machen von CD-Wett. So eine süße Idee. Ich bin echt richtig gespannt. Und werde auf jeden Fall backen. Jetzt, wenn wir aus dem Urlaub zurück sind, dann für Weihnachten, finde ich das voll süß für Disney. Okay, und Nummer 3 ist nämlich, deswegen habe ich auch eben gestockt, und für den hungrigen Socke zum Naschen. Das ist Nummer 3. Und auch für Socki gibt es eine Backmischung, wie süß. Also dann kann ich auf jeden Fall ganz viel Hundeleckerlis backen und werde euch die, denn ich mache ja Vlogmas, in einem Vlogmas-Vlog dann zeigen, wie ich für die Hunde die Leckerlis backe. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da Lust zu habt, dass wir zusammen Hundeleckerlis backen. Also Eske, ich freue mich da auf jeden Fall schon mal mega drüber, es ist total süß. So, und jetzt kommt Nummer 4, Halloween schon in Form gebracht. Okay. Das ist das hier, Nummer 4. Und jetzt bin ich mal richtig gespannt. Ah, wie cool. Jetzt ist es nicht nur Backen für... hier sind übrigens noch mehr Konfetti-Dinger drin. Es sieht hier jetzt auf jeden Fall in meinem Set gleich total geil aus. Total Halloween-mäßig. Und es sind Backförmchen in Halloween-Form. Wie cool. Guck mal, sogar eine Katze. Wie Katze Mia. Und ein Geist. Und so ein Hexenhut. Mega cool, ich backe total gerne und ich werde jetzt dann Weihnachten auch Halloween-Cookies machen. Zusammen mit den Hundeleckerlis, dann werde ich für Mensch und Tier backen.
Okay. 5 ist zum Verschönern von 6. Das ist dieses hier. Da bin ich aber mal gespannt. Wow, noch mehr Konfetti. Ach. Ach so, okay, das ist zum Verschönern von Nummer 6. Jetzt war ich gerade irritiert, weil ich dachte, das wäre zum Verschönern von den Keksen dann. Okay, es ist auf jeden Fall etwas zum Aufbügeln. Und zwar, Katzenier sitzt jetzt übrigens schon im Karton. Das sind so Feen und so zum Aufbügeln. Und so eine kleine Katze, wie süß. Und jetzt bin ich aber gespannt, was Nummer 6 ist. Komm, Katzenier, geh mal. Und Nummer 6 ist auf jeden Fall ein Riesenpaket. Da bin ich jetzt aber echt mal gespannt. Oh, wie mega cool, ich sehe es schon. Eine Abschwitzdecke in Orange. Voll geil. Die wird dem I-Eis, auch I-Eis-Größe, auf jeden Fall mega gut stehen. Und den Aufbügler, werde ich dann natürlich gleich drauf bügeln. Das werde ich euch dann gleich auch noch zeigen. Und guckt mal bitte, man sieht mich schon gar nicht mehr, aber wie cool orange die ist. Und ich freue mich da total drüber und ich werde die IA nachher gleich anziehen dann mit dem Aufbügler drauf und euch gleich nochmal ein paar Bilder vom IA mit der Decke zeigen. Ich freue mich da mega drüber. Danke, Eske, das ist total süß. Und die Decke trifft auf jeden Fall meinen Geschmack und Abschwitzdecken gehen ja immer. Und, also Nummer 6 ist nämlich für kalte, gruselige Zeiten und das stimmt. Eine Abschwitzdecke geht immer. Und dann hat sie noch geschrieben, ich freue mich schon auf unser Treffen. Hashtag Eske goes western, deine Eske Luise. Ja, weil Eske kommt mich nämlich besuchen und wird mit mir mal ein bisschen western reiten. Und da freue ich mich auch schon total drauf, Eske. Und jetzt könnt ihr natürlich auf Eskes Kanal gucken, was ich ihr geschickt habe zum Thema Halloween. Und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ich habe mich über die Sachen so mega gefreut jetzt. Die Decke ist wirklich total, die ist auch super kuschelig, weich. Und wie gesagt, ich mache da jetzt gleich den Aufnäher drauf und zeige euch das gleich nochmal. Und zeige euch dann die Decke natürlich auf dem IA. Ich finde die Idee total süß. Ich liebe ja auch so Do-it-yourself-Sachen. Und Socke, der steht hier schon ganz gierig neben mir, guckt sich diese Backmischung an und ich glaube, er riecht schon und weiß schon, dass das was Feines zum Halloween ist oder für ihn ist dann zum Backen. Disney wird sich auch freuen, die chillt gerade noch ein bisschen und Halloween ist sowieso mega cool. Wir wollen auch nächstes Jahr eine Halloween-Party machen. Wir sind so ein bisschen im Halloween-Fieber und deswegen fand ich so ein Halloween-Tauschpaket ultra cool und ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ihr Video verlinke ich euch nochmal unten in der Infobox mit dem Link. Da könnt ihr dann draufklicken und dann könnt ihr genau sehen, was ich ihr geschickt habe. Ich habe ihr auf jeden Fall auch ein paar coole Halloween-Sachen geschickt. Und ja, jetzt hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Hinterlasst gerne noch ein kostenloses Abo, wenn ihr hier neu auf meinem Kanal seid. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao! Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try.